Menschen mit einer Vier-Finger-Furche haben nur eine Linie, die über ihre Handfläche verläuft, während die Mehrzahl der Weltbevölkerung zwei Linien auf der Hand zählt. Auch als Affenfurche bezeichnet, findet man dieses Merkmal bei 1,5% der gesamten Population. Bei Männern taucht die Vier-Finger-Furche öfter auf als bei Frauen. Und in den meisten Fällen sind alle Familienangehörigen betroffen. Weniger als 50 Menschen auf der Welt besitzen die Blutgruppe RH0, auch goldenes Blut genannt. Erstmalig wurde diese Blutgruppe bei einer Frau des Aborigine-Stammes in Australien entdeckt. Die Blutgruppe ist gruppenneutral und wird von jedem Körper angenommen, sogar denen mit selteneren Blutgruppen innerhalb des RH-Systems. 3% der Menschen auf dem Planeten haben Handlinien auf beiden Händen, die den Buchstaben X bilden. Das ist ein seltenes Phänomen und in vielen Kulturen steht dieses Merkmal für einen starken Charakter. Ungefähr 25% aller Menschen reagieren besonders komisch auf das Sonnenlicht. Sie niesen. Dieses Phänomen hat sogar seinen eigenen Namen, der photische Niesreflex. Aus dem Griechischen übersetzt man es in etwa mit Sonnenschnupfen. Bei manchen Menschen sammelt sich der Speichel in einer Drüse unterhalb der Zunge. Wenn eine Person nun dort draufdrückt, wird der Speichel rauskatapultiert. Und das sogar mehrere Meter, sofern der Mund geöffnet ist. Das kann ganz spontan und in den unpassendsten Momenten passieren. Eine Person presst ihre Zunge beim Essen, Gähnen, Sprechen oder sogar Zähneputzen versehentlich auf die Drüse und voilà. Bis zu 35% der Menschen kann das passieren, doch nur 1% kann das auch kontrollieren. Weniger als 1% der Menschen hat eine Dextrokardie. Das ist ein seltener Zustand, bei dem das Herz eher am rechten als am linken Fleck der Brust liegt. Kein Spaß. Manchmal sogar liegen die gesamten inneren Organe der Menschen mit diesem Merkmal spiegelverkehrt im Körper. Okulärer Albinismus betrifft nur die Augen einer Person. Ihr Haar und ihre Haut sind normalerweise nur ein bisschen heller als bei ihren Familienmitgliedern. Doch der Unterschied ist marginal. Schon Albinismus ist ein seltener Zustand, doch wenn er okulär ist, ist das noch einzigartiger. Die Wissenschaft hat keine genauen Zahlen, doch sie vermutet dieses Merkmal unter 1 bis 20.000 bzw. 1 bis 50.000 Menschen. Vielleicht hast du ein kleines Loch dort, wo das Ohr zur Schläfe führt. Wenn dem so ist, gehörst du zu 10% der Weltbevölkerung. Meistens befindet sich dieses Loch auf der rechten Seite, doch in manchen Fällen auch auf beiden. Ca. 65% der Weltbevölkerung haben kreisförmige Fingerabdrücke. Bei 30% der Menschen verläuft der Fingerabdruck spiralförmig. Und nur 5% der Menschen dürfen sich über einen bogenförmigen Fingerabdruck freuen. All diese Arten werden nochmal in kleine Gruppen unterteilt. Zum Beispiel wird zwischen einfachen oder Zeltbögen sowie zufälligen Windungen oder Pfauenaugen und so weiter unterschieden. Wer hätte das gedacht? Die meisten Menschen besitzen 12 Rippenpaare, also insgesamt 24 Rippen. Doch eine unter 200 Personen hat eine weitere 25. Rippe. Beim sogenannten Halsrippensyndrom bildet sich eine zusätzliche Rippe am 7. Halswirbel. Diese kann nach links, rechts oder beiden Seiten verlaufen. Betroffene Menschen wissen oftmals gar nicht von ihrer Besonderheit, weil sich diese Rippe fast nie vollständig ausbildet und eher wie ein Gewebestrang aussieht. In dem Fall ist die Rippe nicht mal auf Röntgenbildern zu erkennen. Wenn du einen Haarwirbel auf deinem Kopf hast, wird er vermutlich im Uhrzeigersinn verlaufen. Die Wissenschaft vermutet einen Zusammenhang zwischen der Richtung des Haarwirbels und der stärkeren Hand eines Menschen. Ein bisschen mehr als 8% der Rechtshänder haben einen Haarwirbel, der gegen den Uhrzeigersinn verläuft. Bei Linkshändern steigt die Zahl jedoch auf ganze 45%. Rotes Haar tritt natürlicherweise bei 1-2% der Weltbevölkerung auf. Zumeist haben rote Haare ihren Ursprung in der nördlichen bzw. nordwestlichen Region Europas. Die Farbe wird durch einen genetischen Defekt verursacht. Der Farbton kann von einem hellen Kupfer- und Kastanienbraun bis rot-orange und erdbeerblond reichen. Nur 3-22% der Menschen auf der Erde haben die sogenannte Mortenzehe. Bei dieser Fußstruktur ist der zweite Zeh länger als der große. Dieses ungewöhnliche Körpermerkmal ist bei Michelangelos David und der Freiheitsstatue zu beobachten. Und die sind nicht mal lebendig. Sorry für den Spoiler. Nur 2 von 10.000 Leuten haben eine unnormal geformte Pupille. Demnach ähnelt sie einem Schlüsselloch. Diese Abnormalität wird als Iriskolobom bezeichnet. Aber glücklicherweise klagen Menschen mit diesem Merkmal nicht über Probleme mit ihrem Sehvermögen.
Verschiedenfarbige Augen, also Heterochromie, sind ein seltenes Körpermerkmal, das bei weniger als 1% der Menschen vorzufinden ist. Es kann komplett auftreten. Dann hat ein Mensch zwei verschiedene Augenfarben, zum Beispiel braun und blau. Eine Person kann aber auch verschiedenfarbige Pupillenringe haben. Das nennt man zentrale Heterochromie. Und partielle Heterochromie ist, wenn ein Teil der Iris eine andere Farbe aufweist als der Rest. Menschen mit Dystichiasis haben eine Reihe mehr Wimpern. Dieses Phänomen ist eine genetische Mutation. Es ist nicht wirklich gefährlich, kann aber unangenehm werden. Ein Haar kann am nassen Teil des Augenlids wachsen, wo normalerweise eine Talgdrüse sein sollte. Dann kommt es zu Irritationen und Tränenausfluss. Es gibt Leute, die sich keine Gedanken darüber machen müssen, wie viel Kalzium sie zu sich nehmen. Sie besitzen eine seltene Mutation in ihrem LRP5-Gen. Und das führt zu dichten Knochen, die fast unzerbrechlich sind. Eine Kehrseite dieses Zustands: Diese Menschen können sich beim Schwimmen nur schwer über Wasser halten. Manche Frauen können dank spezieller Zellen in ihren Augen außerordentlich gut Farben sehen. Das nennt man Tetrachromasie. Die Zellen werden als Zapfen bezeichnet und ein normaler Mensch besitzt 3 von ihnen. Doch Tetrachromaten haben 4 davon. Das erlaubt ihnen, 100 Millionen verschiedene Farben wahrzunehmen. Das DEC2-Gen verleitet Menschen zum mehr Arbeiten und weniger Schlafen. Nikola Tesla, Winston Churchill und Margaret Thatcher konnten von diesem Gen zehren. Das Gen erlaubt es der Person praktisch, ihren Schlafzyklus in weniger Zeit zu durchlaufen als die Mehrheit der Menschen. Eine andere Genmutation verhilft einigen Menschen zu einem niedrigen LDL-Cholesterinspiegel. Das Gen liefert dem Körper eine Anleitung für die Produktion eines Proteins, das die Menge an Cholesterin im Blut kontrolliert. Dummerweise können sich nur 2-3% der Menschen diese Fähigkeit zunutze machen. Nur 4% der Menschen haben einen nach außen gerichteten Bauchnabel. Verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel die Fettverteilung um deine Taille oder eben genetische Bedingungen, sind dafür verantwortlich, mit welchem Bauchnabel du ausgestattet wirst. Die Genetik spielt auch eine wichtige Rolle bei deinen Geschmacksnerven. Bis zu 25% der Bevölkerung sind Superschmecker. Deren Geschmacksknospen, das sind die kleinen Punkte auf deiner Zunge, sind sichtbarer als bei Normalschmeckern. Diese Spezialfunktion sensibilisiert die Zunge für bestimmtes Essen, das süß, bitter oder salzig ist. Superschmecker haben allerdings auch mehr Schmerzrezeptoren auf der Zunge, deshalb schreckt sie scharfes Essen ab. Wenn sich die Weisheitszähne durchs Zahnfleisch kämpfen, haben sie oft zu wenig Platz, weshalb sie entfernt werden müssen. Ungefähr 5 Millionen Menschen pro Jahr stehen diesen Eingriff durch. Doch ganze 35% der Menschen auf der Welt müssen diese Qualen gar nicht durchleiden. Ihnen fehlen die Weisheitszähne. Lange Handflächenmuskeln haben unseren Vorfahren dazu verholfen, Bäume zu beklettern. Obwohl die meisten von uns nicht mehr darauf zurückgreifen müssen, gibt es trotzdem noch Geburtsfälle mit diesem Merkmal. Du kannst testen, ob du diesen Muskel noch besitzt, indem du deinen Handrücken auf eine flache Oberfläche legst und deinen Daumen und kleinen Finger zusammenführst. Falls du diesen Muskel noch hast, wird er am Handgelenk herausschnipsen. Die Forschung behauptet, dass Tibeter genetisch modifiziert sind, um auf großen Höhen zu leben. Eines ihrer Gene ist dafür verantwortlich, dass sich der Körper schnell an sinkenden Sauerstoffgehalt gewöhnt. Dasselbe Gen wird mit einer verbesserten Ausdauer bei Athleten in Verbindung gebracht. Ach übrigens, das war eine der schnellsten Genmutationen in der Evolution überhaupt. Sie entwickelte sich in weniger als 3000 Jahren. Graue Augen sind ein extrem seltenes Körpermerkmal. Nur 1% der Menschen werden mit grauen Augen geboren. Solche Personen haben einen niedrigen Melaningehalt im vorderen Teil ihrer Iris. Blaue Augen sind auch gar nicht so gewöhnlich, wie du denkst. Nur 8-17% der Menschen sind blauäugig. Noch seltener ist die Kombination aus roten Haaren und blauen Augen. Wenn ein Kind so geboren wird, heißt das, dass seine Eltern diese Gene für das Kind bereitgehalten haben.